willst du hin? Okay, ich will als erstes da hin. Alles klar. Okay, und? Ich glaube, ich will gleich. Kann man da hoch? Irgendwas oben machen. Oh, okay. Okay, they're ready. Okay, they're ready. Let's go. You want to start here? Yeah. All right, dancers. Smoke. Action. Here we go. Ich hatte auf jeden Fall schon sehr im Hinterkopf, dass ich Feuer zeigen muss. Und deshalb, wo es hieß so, okay, Full Power zeigen, dachte ich mir so, okay, mach ich. Do me a favor. You guys are working together, right? So you don't know what she's doing. So when you're laughing, she's giving a resting bitch face. And when you're angry, she's happy. So tell me what's going on. Okay, wollen wir Spaß haben? Nein. Kein Spaß. Okay, let's have fun. Alle tanzen, wir sind so Tokio. So let's have fun, okay? Are we having fun? Maris drängt sich da schon sehr in den Vordergrund. Ich hätte mir gewünscht, dass wir aber noch ein bisschen mehr zusammenarbeiten. Let's change it up. Ja. Wir haben 5 Minuten. In meinem Kopf war es einfach nur sehr okay, rausstechen. Einfach so viel wie möglich geben. Obwohl Maris besser ist als Lydia, ne? Im Moment habe ich, um ehrlich zu sein, nicht so sehr drauf geachtet, was sie dann macht. Durch Stress bin ich immer nur so, okay, Alarm, Alarm, Alarm. Alright, that's cool. Ja, hier geht Lilly unter gegen Maren. Ja, absolut. You ready to move? Ja. Yeah. Let's go. Okay. So, was haben wir noch? Ist das auch was? Let's go. You want to be there? Okay. Want to go in? Yeah, I'm gonna. Die ist da wirklich reingesprungen und hat alles gegeben. Dann muss ich mich halt damit so ein bisschen arrangieren. Spaß oder nicht Spaß? Kein Spaß. Okay. Here we go. Are you having fun or are you just cool chip? We're just cool chip. Im Shooting muss man dann halt auch mal ein bisschen einstecken, sage ich, um jetzt ein gutes Bild zu produzieren, weil es hätte jetzt nichts gebracht, hätten wir da diskutiert oder so. We got 4, 3, 2, 1. That's it. Thank you, ladies. Holy shit. Okay. What do you think, Heidi? Well, at least there was action, no? A lot of action, huh? It was very party atmosphere, for sure. Ich habe Mare mehr gesehen als Lilly. Obwohl Lilly eigentlich ja was Helles anhat. Das Auge geht eigentlich immer eher so aufs Helle normalerweise. Aber in dem Fall ist mein Auge immer ein bisschen mehr zu Mare rübergegangen. Mare ist schon rausgestochen, auf jeden Fall. Vielleicht muss Lilly noch mal wiederkommen zur Elimination. Weil ich finde, Mare ist wirklich diejenige gewesen in diesem Shoot hier, die stärker gewesen ist. Und ich bin gleich weiter. Du bist gleich weiter. Dankeschön. Erzählt bitte den anderen im Backstage nicht, was hier abgeht. Ja? Die anderen haben es auch so gemacht. Wir machen es auch so. Ja, vielen, vielen Dank. Dann danke schön. Bye, thank you. Also Mare ist schon weiter, aber bei mir war es auch ziemlich gut, finde ich. Mir geht's super, 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 super gut. Einfach Spaß haben, mehr sagen wir nicht. Meine Stärke liegt vielleicht so ein bisschen mehr bei Shoots, die halt ein bisschen langsamer und nicht so ganz voll auf die Fresse sind wie jetzt der Shoot. Aber ich bin echt zufrieden so mit mir auch. Let's go, models! Here we go! Dominik, komm her. Noch nie mit Dominik geshootet. Und ich glaube, dass wir so diese Dark Energy, die wir jetzt gerade irgendwie auch angekleidet bekommen haben, dass wir die ganz gut auch zusammen rüberbringen können. Give me variety. Es ist süß, wenn ihr euch gegenseitig füttert. Ich wusste, dass das passiert. Rupst auseinander. Ich will Heidi jetzt einfach zeigen, dass ich trotz des Interview-Teachings, wo ich ein bisschen gestrauchelt habe, ihr einfach zu zeigen, ich kann modeln, ich möchte modeln. Nice! Oh! Oh. Yeah. Oh, I like this! Yes, proposal in Tokyo! Let's do this! Das war sehr gelungene Teamarbeit und zusammen haben wir das Ding gewuppt. This is for
Ich muss sagen, dass ich von Dominik sehr überrascht bin. Warum? Ich hätte das nicht so stark erwartet. Ich finde das gut. Nice! Oh, you're going fast. Nice! Little Matrix moment over here. And that's it. Thank you. Thank you. Yes! Euch ist viel eingefallen. Ihr seid cool aus, ganz sexy. Dominik, ich würde auch gerne was zu dir sagen. Ja. Du hast mich total umgehauen. Du hast mich so überrascht, wie stark du hier gewirkt hast. Ich mach weiter so. Ich fand's richtig, richtig gut. Das freut mich sehr. Ihr habt's beide geschafft in die nächste Runde. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Vielen, vielen Dank. Thank you. Thanks. Tschüss. Hello. How was it? Es hat so Spaß gemacht. So fucking. Ich glaube, wir werden es alle schon lieben. Und Jutzai, wie war der? Zu uns? Ja. War er sehr, sehr nett. Man weiß, wie knallhart er ist. Ist es schon so ein bisschen so, okay, er kann halt sehr direkt sein. Okay, I see one person wants a high in the back. I only see one model. Where's the other model? Ich hatte mir keine Brille auf und war nur so, ich sehe die Hälfte nicht. Work together, work together. What's going on? Okay, ja, jetzt werdet ihr langsam wach, endlich. All right, here we go. Die Rickshot, die hat am Anfang nicht so geklappt. Das war auch jetzt nicht mein Lieblingsset. Und dann konnten wir so ein bisschen vielleicht aufwärmen. Und dann bei der Nudelbude war es einfach Spaß. Oh, I like the ball. I like the giant ball. Four, three, two, one. That's it. That's fun. Ihr seid beide. Eine Runde was? Ja! Dankeschön. Oh, I like that. I like the shapes you're creating. Oh, Lukas hängt sich ins Zeug hier. Feel the beat. Irgendwie war das mit Maxi so ein richtig cooles Miteinander. Irgendwie, ich habe eine Vorlage gegeben, er hat es direkt gemacht, ohne ihm das zu sagen. Oh, küsst ihr euch? Fast. Cool. Ich habe immer gedacht, so, okay, hoffentlich zieht er mit. Dann habe ich ihn einfach auf den Reifen gestellt. Da dachte er erst, ich will ihn reinschmeißen, aber nee, er sollte es draufstellen, hat er dann auch gemacht. Ich auf den Reifen. Okay. Oh, wow. Dann habe ich ihn einfach auf meine Schulter gehoben. Hey, bietet so viel an. Mega. I love this. Ich habe einen Stuhl hingestellt, er hat sich draufgesetzt, ich habe mich auf den Rahmentisch gelegt, habe die Pfanne geholt. Where's the camera though? Where's the camera? Yeah. Yes! Das war wirklich, als wäre es eine Choreografie und es hat so Spaß gemacht. Two, one, yes! That's how we finish! From the start to finish, well done. Ich dachte mir so, ich muss dieses Set zerstören, das Set muss mir gehören. Und du hast es zerstört, ihr habt es beide zerstört. Wir beide, Digga. Ihr seid beide eine Runde weiter. Das haben die anderen auch gesagt, habt einfach Spaß und haben gesagt, ey, fuck it. Darf man das sagen? Aber, ja. Aber scheiß drauf, ist auch nicht besser, aber wir machen das einfach. Wir werden Spaß haben, einfach 1000% geben. Und dann kann es eigentlich nur gut werden. Love that! More! Yes, girls! Look at each other! Great! Wir haben noch ein bisschen Action hier, ja! Hey, party time! I think we're happy in this one! We can move on to the next one, yeah? Let's go! Sie schnappt sich direkt was und ziehen es auch an. Die sind nicht am Shoppen, sondern die arbeiten damit. Ja. Good. Und sie modeln mit den Teilen. Total. Three by each other, three! Ich hab dich so angeschrien, das tut mir so leid. Alles gut, ich hab genauso geschrien. You guys were amazing. Die beste Gruppe bis jetzt. Yeah. Was heißt das? Ich kann es euch verraten, ihr seid beide eine Runde weiter. Thank you. Tschüss, ihr zwei.
Viel Glück. Du rockst das, Aldin. Tschüss. Ihr beide kommt zurück. Und ey, wir sind, das ist jetzt so geil. Wir müssen weiterkommen. Wir haben zusammen gepostet, wir haben geübt. Wir dachten so, ey, wir machen das, unsere Harmonie, wir verstehen uns gut. Rock this. Wir sind so wie Besties und wir sind beide gut und wir reißen es ab. All right, here we go, boys. Und alle waren so, ey, voll euer Ding, ihr werdet die beste Gruppe. Jeder meinte das. Don't hide behind there, I don't see you back there. Komm, weiter nach vorne, lass. Okay, warte. Und wenn die Erwartungen so hoch sind, weil ich bin auch so ein kleiner Perfektionist in manchen Sachen, vor allem was so Posen und so angeht, machen wir dann auch selbst so Druck. Change it up, I'm bored with this composition, change it up. Thank you. Der Fotograf, boring, boring, boring. Ich wusste nicht, seit wann ich langweilig bin, aber ja. Die sind wieder sehr darauf bedacht, gut auszusehen, glaube ich, oder? Ja. Yeah. What's the mood you're trying to create? What's the energy you want to create? We are angry. Here we go! Ah! Is that you angry? Wir haben uns gar nicht gut geschlagen. Then it should be bigger, right? It should be more We're like dynamic. Racing to the front. All right, well, show me. Ah! All right, here we go. What are you modeling? Are you modeling your clothes, your shoes, your head to toe? Head to toe, people. Yeah. Jetzt fällt nicht so viel ein, leider. 3, 2, and that is your last frame, boys. Thank you. Die haben auch jetzt wirklich die ganze Zeit nur da gesessen, ne? Die stehen nicht mal auf und machen was anderes da, ne? Also ihr wart nicht die Besten heute. Ich hätte mir zwischendurch noch ein bisschen mehr gewünscht, dass ihr die unterschiedlichen Sets fühlt. Ja, aber ihr hattet auf jeden Fall gute Momente. Also es sind von beiden gute Fotos dabei, aber einer war stärker. Jermaine, du bist eine Runde weiter und Aline, du wackelst. Okay, alles gut. Dankeschön. Tschüss. Ich war kurz so, uff, Schlag in die Fresse, weil so, ich bin es nicht gewohnt, so negative Kritik zu bekommen. Aber man kann ja auch nicht immer der Beste sein. Ja, Aldin. Wer hoch fliegt, fällt tief, deshalb lieber jetzt schon mal ein bisschen stürzen und dann kann ich wieder weiter raufgehen. Genau, die Energy. Also eigentlich erzählen wir uns ja alles. Jetzt herrscht hier so ein bisschen ein Geheimnis. Ist auf jeden Fall was Neues für mich. Okay. Ich glaube, es ist auch unabhängig davon, ob du jetzt weißt, wie das Set aussieht oder nicht. Nein, völlig. Es kommt einfach auf die Energy zwischen dir und deiner Person drauf an. Also natürlich würde ich gerne meinem Bruder sehr brennend gerne erzählen, wie das Set aussieht, dass er das gut macht. Aber ich fühle mich da, glaube ich, einfach schlecht, auch wenn ich es ihm erzählen würde. Weil wem erzähle ich es und erzähle ich es nicht? Das ist dann alles irgendwie unfair. Du darfst bei der ganzen Geschichte nicht zu verkrampft sein, sage ich jetzt mal. Du musst auch wirklich Spaß dran haben. Du kannst auch ab und zu vielleicht mal einmal lachen, aber es muss irgendwie so eine Spannung aufgebaut werden. Immer nur Post, immer Post, immer Post und die ganze Zeit nur ernst, ernst, ernst. Ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig. Okay. Im Endeffekt glaube ich trotzdem zu wissen, was er erlebt hat, so ein bisschen vielleicht. Hi. Hello. Welcome to Tokyo at night. Aber jetzt muss ich doch mal wissen, weil du hast ja einen Zwillingsbruder in diesem Rennen. Ja. Hat er dir ein bisschen was zugeflüstert? Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass er mir nichts gesagt hat. Wo ist das Feuer? Wo ist das Feuer? Das gibt halt leider keins, auch wenn's. Ich müsste sie auch nicht reinlegen, weil er mir nichts gesagt hat. Hat er nichts gesagt? Mein Bruder hat mir einen Tipp gegeben, muss ich an der Stelle sagen. Aha. Er hat gesagt, ich soll sehr viel Spaß haben bei der Sache. Aha. Where are we gonna start? I think we're gonna start right there. With the people. Yeah. Ihr könnt alles anfassen übrigens, alles. The people also? Yeah. Okay, okay. Perfect, perfect. Okay, lass richtig ausrasten hier. Ich nehme die Gitarre und du nimmst das Radio. Das könnte was werden, oder? Also. Ey, Mama, so! Ja. Hey! Was soll das denn? Geh weg von mir! Lass mich in Ruhe jetzt! Zieh mal, zieh mal, zieh mal, zieh an der, zieh an der, zieh an der. Hey, das ist meine, hey! Face to the camera! Auf jetzt! Hey, gib mir die Axt! Yes! Keep going! Carry the energy forward! Let's go! Hey, gib mir die Axt! Hey!
Change it up, change it up, change it up. Oh, oh mein Gott. Aber gute Idee. Schnell rum. Guck mal, er traut sich mehr als sein Zwillingsbruder auch, ne? Er traut sich mehr als Julian. All right, switch it up, over here. Question, I want to see some passion you're talking about. Let's go. Okay, ooh, marriage proposal, Heidi. Where's the kiss? Where's the kiss? Kiss. Ihr habt das vorgeschlagen. Aber der Lacher danach war es. Where's the face? There you go. Where's the face? Where's the face? Oh, das war gut. Change it up. Where you wanna go? Here we go. I have to go. You betrayed me. Keep going. I wanna believe it. I have to go. I have to leave you. One, you're done. Thank you. They were also good, no? Yes. They gave it some. Yeah. I almost want to say they were the best group so far of the boys. Of the boys, of course, yeah. Also, wir haben gerade beschlossen, dass ihr bis jetzt die beste Jungstruppe gewesen seid. Ja. Oh mein Gott, danke. Ja, ihr wart wirklich frei in dem Ganzen auch, ne? Also deswegen sind sehr coole Fotos für euch beide hier gerade entstanden und I love you both. Ja, und Armin, ich habe dir ja gestern was gesagt, ne? Ich habe euch vorher auf Instagram natürlich gestalkt und so, bevor ich hergeflogen bin. Und du sahst einfach aus wie ein süßer Insta-Boy. Ja. Und ich habe es dir gestern gesagt. Ein Insta-Boy, das kenne ich noch gar nicht, das Wort. Ein Insta-Boy. Du kannst Heidi wirklich so dankbar sein, weil sie hat ein Model aus dir gemacht. Und das sieht man ja auf ganz vielen Fotos. Ich freue mich mega. Dankeschön. Du hast mir auch gut gefallen. Wirklich. Dankeschön. Vielen Dank. Ihr habt es beide verdient, in die nächste Runde zu kommen. Oh, danke. Yes! Mm. Dankeschön. Hast du Lust auf noch mehr Shootings, Catwalks und den Modelalltag? Dann abonnier doch unseren Kanal, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du hier direkt draufklicken und kannst dir das nächste Video von GNTM auf YouTube anschauen. Du liebst Germany's Next Topmodel und hast keine Lust mehr, irgendwelche Folgen zu verpassen? Dann klick hier, um dir noch einmal alle Folgen in Ruhe auf Join anzusehen.